Hallo, herzlich willkommen zum ersten Brigitte Academy Live Talk. Mein Name ist Christina Marold, ich bin Redakteurin der Brigitte und ich freue mich total, dass ihr heute Abend alle bei uns seid. Frauen an die Spitze, so klappt's. Diesen Titel haben wir uns heute Abend gegeben und ich gebe zu, er ist so ein kleines bisschen irreführend. Weil er so klingt, als wäre das total einfach mit den Frauen und mit der Karriere. Und so ist es natürlich nicht. Sonst wären weitaus mehr als 30% Mars oder Michael heißen als Frauen. Und sonst würden aktuell auch nicht viele Frauen und auch einige Männer lautstark fordern, dass die gesetzliche Quote endlich ausgeweitet wird. Es gibt also noch eine Menge zu tun, aber es gibt auch eine Menge guter Ideen. Und um die soll es heute gehen. Wir haben mit der Brigitte nämlich wieder eine große Arbeitgeberstudie gemacht. Zusammen mit der Personalmarketingagentur Territory Embrace und einem Expertinnenbeirat haben wir untersucht, was in deutschen Unternehmen in Sachen Frauenförderung gerade so passiert. 257 Firmen haben dafür einen Fragebogen ausgefüllt und abgeschnitten haben. Die haben wir vor einem Monat in der Brigitte vorgestellt. Wen es interessiert, man kann sich die Liste nach wie vor im Netz anschauen unter brigitte.de/bester Arbeitgeber. Aber die Studie hat uns natürlich noch viel mehr verraten über die Karrierechancen von Frauen in Deutschland. Und über die spannendsten Ergebnisse möchte ich jetzt mit zwei ebenfalls sehr spannenden Frauen sprechen. Beide haben den Weg an die Spitze schon geschafft und beide tun eine Menge dafür, dass auch andere Frauen diesen Weg gehen können. Ich begrüße zum einen sehr herzlich bei uns Janina Kugel. Hallo Frau Kugel. Hallo, schönen guten Abend. Frau Kugel war bis Jahresbeginn Diversität und ganz wichtig, sie ist auch Teil unseres Expertinnenbeirats, der uns bei unserer Studie begleitet hat. Hallo Frau Marold, schönen guten Abend. Frau Röber, Sie sind Bereichsvorständin für Service und Personal beim Versandhändler Otto und Sie und Ihr Team haben ein paar sehr spannende Ansätze entwickelt, wie man Frauen im Unternehmen unterstützen und fördern kann. Otto hat bei unserer Studie das aber auch ziemlich gut abgeschnitten. Ich freue mich sehr, dass wir Sie während der Diskussion noch beantworten. Ansonsten gibt es danach auch noch die Möglichkeit einer kleinen Fragerunde. Ja, Frauen an die Spitze. Wie klappt das eigentlich? Wenn man sich mal so anschaut, was die Firmen, die wir in unserer Studie befragt haben, was die so machen, um Frauen zu unterstützen, dann hat man manchmal das Gefühl, das große Allheilmittel, das Superwundermittel, das gibt es eigentlich schon. Und das lautet Flexibilität der Arbeit. Wir haben hier mal zwei Zahlen aus unserer Studie, vielleicht können wir das Chart mal gerade eben einblenden, die eigentlich ganz gut zeigen, dass fast alle Firmen, die wir befragt haben, ihren Beschäftigten Homeoffice anbieten, 93%, und 92% sagen, bei uns ist mindestens ein Teil der Arbeitszeit flexibel. Das sind ja erstmal super Nachrichten. Vor allen Dingen natürlich für die, die neben ihrem Job auch noch so ein paar andere Aufgaben auf dem Zettel haben, zum Beispiel die Betreuung von Kindern oder die Pflege von alten Eltern. Und wir alle wissen, das machen vor allen Dingen noch die Frauen. 1,5 Stunden mehr unbezahlte Care-Arbeit machen sie im Schnitt als Männer pro Tag. Und das heißt, wenn Firmen ihre Arbeitszeit so flexibel gestalten, dann profitieren davon schon auch noch vor allem die Frauen. Es gibt nur ein Problem. Sobald es um Führungsjobs geht, dann sind Menschen, die wirklich flexibel arbeiten wollen, also zum Beispiel in Teilzeit, nicht mehr so sehr gern gesehen. Auch dazu haben wir Zahlen aus unserer Studie. Wenn wir mal das nächste Chart bitte einblenden. Wir sehen hier, also wir haben gefragt, die Firmen, wie viel Prozent ihrer Führungskräfte eigentlich tatsächlich in Teilzeit arbeiten. Und wir sehen, es sind ziemlich wenige, also je nach Firmengröße nur 9-18%. Und nur 17% der Firmen sagen, Jobsharing wird bei uns bis in die obersten Hierarchieebenen praktiziert. Ich finde ja, das versetzt dieser ganzen Euphorie rund um die Flexibilisierung von Arbeit so einen kleinen Dämpfer. Ist Führung in Teilzeit einfach nicht möglich oder sind die Unternehmen dazu unbeweglich? Was könnte man tun, damit das normaler wird? Darüber würde ich als erstes gerne mal mit Ihnen sprechen, Frau Röber. Sie sind bei dem Thema nämlich tatsächlich eine sehr seltene Ausnahme. Sie haben Ihre Stelle als Bereichsvorständin von Anfang an in Teilzeit ausgeübt. Montags haben Sie immer frei, weil Sie Zeit mit Ihrem Sohn verbringen wollen. Der ist jetzt in der ersten Klasse, 6 Jahre alt, glaube ich. Also auch so ein Alter, wo Kinder schon auch noch gerne mal mit Mama und Papa zu tun haben. Wie haben Sie das denn durchgeboxt, dieses Modell bei Ihrem Vorgesetzten?
Ja, das Boxen musste ich gar nicht. Also wir haben bei Otto und ich hatte tatsächlich auch tatsächlich das Glück, während meiner Karriere auch sehr aufgeschlossene Führungskräfte schon vor vielen Jahren gehabt, auch Männer, die sich sehr dafür eingesetzt haben, Menschen zu fördern in ihren Karrierewegen und auch in dem Speziellen dann eben Frauen zu fördern. Und in dem Zusammenhang habe ich, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht. Und wurde gefragt, ob ich mir diese Position als Bereichsvorstand vorstellen kann, war zu dem Zeitpunkt allerdings noch in der Situation, dass ich noch mitten in der Elternzeit war und nach der Geburt meines Sohnes noch nicht angefangen hatte zu arbeiten und habe dann drüber nachgedacht. Und da verschieben sich natürlich dann auch so Weltbilder und habe zu meinem dann neuen Vorgesetzten, jetzigen CEO der Otto-Gruppe, Alexander Birken, gesagt: Also, du kennst mich, du weißt, wie ich arbeite. Ich mache den Job, ich traue mir das zu, aber unter der Rahmenbedingung, dass ich 80% arbeiten kann. Das ist irgendwie das, was ich mit mir vereinbaren kann, was ich mit meiner Familie vereinbaren kann. Mein Sohn, wie gesagt, der war damals noch nicht mal ein halbes Jahr alt. Und wir haben dann gesagt, wir probieren das aus. Und ich habe, glaube ich, es geschafft, durch Dialoge und eine sehr transparente Organisation vor Ort, also bei Otto in der Firma, mit meinen Kolleginnen und Kollegen, aber eben auch einen sehr offenen Umgang mit meiner Situation, Akzeptanz für ein Modell in einer Führungsebene zu schaffen, die wir zu dem Zeitpunkt in der Otto-Gruppe noch nicht hatten. Und dadurch, dass ich sehr offen in der Kommunikation damit umgegangen bin, dass man Abstriche machen muss, ich als Person, ich aber gleichzeitig auch meine Leistungen bringen kann und 80%, wenn man ehrlich ist, das ist jetzt nicht so wahnsinnig groß, der Teilzeitschritt, ne? Also jeder, der sich das ausrechnen kann, weiß, wie man dann arbeitet und trotzdem ist es ja ein Zeichen. So konnte ich dann eben über die Jahre auch zeigen, dass so ein Modell funktionieren kann. Und es gab tatsächlich einige Kolleginnen auf anderen Führungsebenen, die mir das vorgemacht haben. Und damit haben wir das in Summe geschafft, mehr Akzeptanz für dieses Modell, im Übrigen auch für Männer zu schaffen. Also nicht nur für Frauen, sondern eben auch für Männer. Das ist, finde ich, auch ganz wichtig, weil die Männer spielen ja dann in der Karriereentwicklung von Frauen auch eine ganz große Rolle. Ja, also was mich nochmal interessieren würde, vielleicht können Sie uns nochmal ein bisschen erzählen, was für die größten Herausforderungen bei so einem Modell sind. Weil es ist ja, es gibt ja immer so diese Vorstellung, also Führung in Teilzeit, wirklich anspruchsvolle Führung in Teilzeit, das geht einfach nicht. Sie scheinen ja da andere Erfahrungen gemacht zu haben, oder? Ja, also erstens geht alles und wenn ich Führung, also ich fülle meinen Job aus. Also ich fülle meinen Job nicht in Teilzeit aus. Und ich war auch vorher keine Teilzeitdirektorin, sondern ich habe einen Job, den ich in einer gewissen Arbeitszeit erledige. Und mit 80% oder gegebenenfalls auch weniger, je nachdem wie die Modelle sind, kann man eine gewisse Leistung bringen. Und wenn man die mit voller Leidenschaft und von ganzem Herzen bringt und dann aber auch Rahmenbedingungen setzt, organisatorischer Natur und vor allem für sich selbst und fürs Team, Delegation dann auch in echt lebt, weil anders funktioniert es ja nicht, dann kann ich meine Rolle ausfüllen und meine Führungsleistung erbringen und vor allem viel, viel mehr mit meinem Team zusammen bewegen. Ich alleine bin ja kein Bereichsvorstand und führe dieses Unternehmen als Ein-Mann-Veranstaltung oder Ein-Frau-Veranstaltung. Ja, man redet immer noch so, ne? Ein-Mann-Veranstaltung. Ich habe drei Kollegen, mit denen zusammen muss ich das bewältigen und will ich das bewältigen. Ich habe viele tausende Mitarbeiter und ein enges Team. Und ich habe es in der Zeit, glaube ich, ganz gut geschafft, dieses Organisationsmodell so aufzusetzen, dass man mir glaubhaft abnimmt, dass ich eine bestimmte Rolle habe, eine bestimmte Funktion habe, aber diese nur ausfüllen kann. Und das ist mir in der Zeit sehr viel bewusster geworden. Und das lebe ich sehr aktiv, weil ich ein tolles Team um mich rum und hinter mir stehen habe. Und dieses Team, ehrlicherweise, aus der Not heraus viel selbstständiger werden musste und ich auch ehrlicherweise viel mehr delegieren musste und das, was man immer gerne noch so macht, dann eben lassen musste. Und das beflügelt dann natürlich auch die Leistung eines Teams. Und dann findet so ein Modell auch Akzeptanz. Ich finde das interessant, also Sie haben ja quasi bei Otto dann so ein bisschen dieses Modell Role Model gewählt, um dieses Führung in Teilzeit einfach zu etablieren. Es gibt da andere Firmen, die schreiben zum Beispiel Führungspositionen per se einfach nur noch in Teilzeit aus oder als Jobshare. Haben Sie darüber auch mal nachgedacht bei Otto, sowas zu machen,
um das einfach normaler zu machen? Ja, das haben wir tatsächlich diskutiert, ob wir bestimmte Stellen anders ausschreiben sollten. Und wir schreiben aber die Stellen als Stelle aus. Und wenn wir den richtigen Kandidaten oder die richtige Kandidatin finden und dann eben bestimmte Modelle zum Tragen kommen, die einen anderen zeitlichen Einsatz verlangen, dann würde man das individuell entscheiden und auch verwirklichen. Wir fördern diese Modelle eher im Sinne von, wenn wir Frauen oder aber auch Männer haben, die in Teilzeit gehen wollen, aufgrund einer familiären Situation oder auch einer persönlichen Situation, dass wir dann eben die Karrierewege versuchen, mit den Personen so zu entwickeln, dass sie eben in einem anderen Zeiteinsatzmodell eben auch möglich sind und darüber auch berichten. Mhm. Also Jobsharing ist nochmal was anderes als Teilzeitarbeiten. Das ist ein bisschen komplexer und ein bisschen komplizierter auch umzusetzen. Da haben wir nicht ganz so gute Erfahrungen auf den Führungsebenen mitgemacht. Bei Teilzeit in Führungspositionen, da sind eigentlich relativ viele Modelle denkbar. Und da muss man die Position ausschreiben, die richtige Person für die Position finden. Und wenn die Person in der Lage ist, 100% zu arbeiten, dann 100%, ansonsten eben 60 oder 70. Mhm. Und das entwickelt man zusammen. Also für mich gibt es kein One-Size-Fits-All. Es muss für alles die Möglichkeit geben, das auch in Teilzeit zu machen. Also das finde ich sehr wichtig. Mhm. Und diesen Grundsatz, den tragen wir ins Unternehmen. Und dann ist der Stellentext. Ja, also es klingt ja schon so sehr ermutigend, also dass man sich denkt, okay, es funktioniert, wenn alle den Willen auch haben, auch gerade die Vorgesetzten. Frau Kugel, jetzt würde ich gern mal ein bisschen Ihre Meinung hören. Ich vermute, Sie sitzen schon da und scharren ein bisschen mit den Füßen, weil ich weiß von Ihnen, dass Sie das Thema Teilzeit doch auch sehr kritisch sehen. Also gerade wenn es um die Karriere von Frauen geht. Warum sehen Sie das so kritisch? Naja, also ich glaube, Frau Röber hat das ja gerade schon ganz gut gesagt, das ist ein Unterschied. Bei Teilzeit muss man immer aufpassen, sind es 80% oder sind es eben 50% oder weniger. Und ich sehe es insofern kritisch, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele, die Teilzeit arbeiten und dann zum Beispiel einen freien Tag oder anderthalb freie Tage eingeplant haben, letztendlich diesen freien Tag ständig wieder über den Haufen werfen und ständig mehr Stunden arbeiten, als sie tatsächlich eigentlich je nach Vertrag arbeiten müssten. Und das führt dann auch dazu, dass ich dann sage, man leistet immer mehr als dafür, als dass man bezahlt wird. Und es führt auch dazu, dass zum Schluss weniger Einkommen jetzt reinkommt, mhm. aber auch weniger Einkommen für die Zukunft reinkommt. Und das finde ich immer die schwierige Situation mhm. bei der Frage von Teilzeit. Aber ich glaube, ich würde wirklich den Punkt drauf legen, 80% ist was anderes als 50%. Mm, mm. Was wäre denn Ihrer Meinung dann ein besseres Modell? Also dass man eher, also wir haben ja die Thematik, dass Menschen Kinder bekommen, dass sie da vielleicht auch mal Zeit haben und verbringen wollen mit diesen Kindern. Was wäre dann die bessere Option? Wäre das so eine Art totale Flexibilisierung der Arbeitszeit, wie man das vielleicht so aus den skandinavischen Ländern kennt? Also dass man irgendwie um 4 Uhr mal Pause macht und dann sich dann um 9 oder 10 nochmal an den Rechner setzt. Fänden Sie das dann sinnvoller? Oder realistischer? Ja, also ich finde das einfach, die Flexibilität der Arbeitszeiten finde ich deutlich besser, weil Sie sagten ja auch schon eingangs, dass es eben sehr, sehr häufig ist, so dass die Care-Arbeiten immer noch überproportional auf den Schultern der Frauen, sei es jetzt für die Kinder, sei es oder aber auch für die Eltern irgendwie liegen. Und bei flexiblen Arbeitszeiten, in denen grundsätzlich deutlich freier einzuteilen ist, wann arbeitet man wo oder von wo, wir haben es ja jetzt alle durch Corona auch ein bisschen erprobt, glaube ich, vielen positiven Erkenntnissen, da geht es jetzt natürlich auch dran zu bleiben, dann wäre das auch nicht wirklich weiteres schlimm, tatsächlich auch Vollzeit zu arbeiten, aber trotzdem Zeit zu haben für die Familie oder aber auch für diejenigen, die keine Kinder haben oder keine pflegebedürftigen Alter, einfach für die anderen Dinge im Leben, denn das Leben besteht ja aus mehr als nur Arbeiten. Mhm. Also das ist mein Plädoyer und ich denke, wir sollten auch eines nicht vergessen, die Armut im Alter ist enorm hoch. Das heißt, wenn es dann darum geht, was die Renteneinkommen sind, dann sind diejenigen oft im Hintertreffen, die viele Kinder großgezogen haben. Die Bertelsmann Stiftung hat dazu hier ein paar Ergebnisse rausgebracht. Und insofern glaube ich, ist das ein ganz großes Thema. Und dann auch nochmal, und das soll jetzt in keinster Weise gegen das Modell sprechen, das Frau Röber gerade vorgestellt hat, weil ich das gut finde, wenn Unternehmen überhaupt eine Flexibilität haben, da müssen wir uns einfach auch nochmal ganz ehrlich sagen, es kann sich gar nicht jeder leisten, lange, lange Zeit Teilzeit zu arbeiten. Ja, weil die Einkommen gar nicht unbedingt immer so hoch sind. Und ich glaube, da würde Flexibilität der Arbeitszeiten auch entgegenkommen. Mhm.
Ich würde gerne mit Ihnen jetzt als nächstes mal über ein Thema sprechen, was auch die Karrieren von Frauen immer so ein bisschen ausbremst, eher so subtil, das Thema Rollenbilder. Besonders stark scheinen die ja immer dann zu wirken, wenn Menschen Kinder bekommen. Von Frauen wird dann gerne mal so erwartet, dass sie jetzt im Job ein bisschen zurückfahren, dass sie sich um das Kind kümmern, weil das man als gute Mutter man ja so macht. Männern wird eher so nahegelegt, doch im Job ein bisschen Gas zu geben. Sie haben ja jetzt eine Familie, die sie ernähren müssen. Und schon klar, Rollenbilder sind nicht der einzige Grund, warum Menschen sich dann tatsächlich so verhalten, aber sie haben, glaube ich, schon eine gewisse Wirkung. Und wenn man sich die Zahlen mal so anschaut von jungen Eltern, wie viel die arbeiten, dann sieht man schon, es gibt enorme Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Mütter von die kleinen Kindern arbeiten im Schnitt nur 23 Stunden pro Woche in ihrem Erwerbsjob. Männer, Väter von kleinen Kindern dagegen 44 Stunden. Das Einkommen von Frauen mit Kindern sinkt entsprechend. Also es gab letztes Jahr so mal so eine Studie, die ausgerechnet hat, 10 Jahre nach der Geburt des ersten Kindes verdienen Mütter im Schnitt 61% weniger als im Jahr vor der Geburt. Und entsprechend sinkt auch ihr Anteil an Führungspositionen. Mit Anfang 20, wenn Frauen und Männer Anfang 20 sind, da ist der Frauenanteil bei Führungspositionen noch fast 40%. Wenn sie dann in den 40ern sind, ist es nur noch 28%. Ich finde, das sind schon sehr klare und ernüchternde Zahlen. Die Karrieren von Frauen und Männern entwickeln sich also in dieser Rush-Hour, wenn es dann ans Kinderkriegen geht, schon sehr auseinander. Und wir haben in unserer Studie auch ganz gut das gespiegelt. Wir haben nicht gesehen, wo das eigentlich auch schon anfängt. Das fängt nämlich schon bei den Elternzeiten an. Und vielleicht können wir das Chart mal gerade eben einblenden. Wir sehen hier, dass die Länge der Elternzeit, die Mütter und Väter nehmen, doch wirklich extrem auseinanderklafft. Mütter nehmen fast 16 Monate Elternzeit, Väter nur 2,5 Monate in den Unternehmen, die wir befragt haben. Und das sind ja schon Firmen, die eigentlich sehr viel Wert darauf legen, Frauen zu fördern. Und da sollte man eigentlich auch meinen, dass sie die Frauen auch animieren, da möglichst bald wieder einzusteigen, ihnen da keine Steine in den Weg zu legen. Und ich finde, es stellt sich jetzt schon die Frage, wie können die Firmen mit diesen Rollenbildern umgehen? Es ist natürlich eine private Entscheidung, aber natürlich kann man in einem Unternehmen auch Rahmenbedingungen gestalten. Man kann Frauen den Wiedereinstieg leicht machen, man kann auch Männer animieren, möglichst ja, vielleicht doch auch mal in Teilzeit zu gehen und sich zu Hause etwas mehr zu engagieren. Frau Röver, auch darüber würde ich gerne zunächst mal mit Ihnen sprechen, weil Sie bei Otto dieses Thema oder dieses Problem sehr, sehr gut kennen. Bei Ihnen nehmen die Mütter im Schnitt sogar noch mehr Elternzeit als der Durchschnitt aus unserer Studie. Sie nehmen 18 Monate, die Väter nehmen nur 2 Monate. Das ist also schon ein Riesenunterschied. Und viele Mütter kehren bei Ihnen auch nur halbtags in den Job zurück. Das heißt, auch für Sie als Personalchefin, Sie verlieren die Frauen einfach komplett auf der Karriereleiter. Was haben Sie sich bei Otto denn überlegt, um das jetzt zu ändern? Ja, das ist in der Tat eine Entwicklung, die mich persönlich und uns als Führungsteam sehr besorgt. Und die haben wir ehrlicherweise auch nochmal irgendwie verschärft in den letzten Jahren erlebt. Also eine Zeit lang hat sich die Entwicklung ein bisschen anders dargestellt. Und die Einführung von Elternzeit hat bei den Karrieren von Frauen tatsächlich dazu geführt, dass sich das ein bisschen entlastet hat, also dass das nach oben ging. Und das ist in den letzten Jahren, finde ich, zumindest ist das, was wir beobachten, wieder zum Stehen gekommen. Und wir haben das dann auch nochmal analysiert. Also das, was Sie jetzt über die Elternzeit in Zahlen sagten, das haben wir uns auch nochmal genauer angeguckt. Wo verlieren wir denn die Frauen auf dem Karriereweg? Und tatsächlich spielt die Familiengründung eine Rolle. Und wir haben in der Vergangenheit das so gemacht, dass wir Frauen, die aus der Elternzeit zurückkehren wollten in ihren Job, angefangen haben, kurz vorher wieder zu beraten. Und wir sind gemeinsam in Gespräch gegangen. Und da ist das schon zu spät gewesen. Da waren die Entscheidungen in der Aufteilung der Partnerschaft, also wie organisiere ich die Familie und in welcher Konstellation, wenn beide arbeiten, kommen dann, gehen dann eben auch beide arbeiten, wie ist Betreuung organisiert, das war schon entschieden. Und die Frauen waren entschieden oder auch in der Partnerschaft war eben entschieden häufig, dass die Frauen irgendwie mit 50, 60% zurückkommen. Also die wenigsten in Führungspositionen
sind dann irgendwie mit 70, 80% zurückgekommen oder sogar mit 100%. Und das haben wir jetzt umgestellt und setzen sehr viel früher an, über zwei Wege. Wir haben glücklicherweise vor einigen Jahren ein internes Frauennetzwerk und auch ein Väternetzwerk gehabt, die sich gegründet haben. Das war fast gleichzeitig. Das ist eine gute Anlaufstelle auch für die Belegschaft und Interessierte, sich auszutauschen. Tauschen und auch mal kollegial auszutauschen und sich Tipps von anderen zu holen. Aber eben auch über viele Veranstaltungen adressieren wir die Themen, die eben die Menschen bewegen, wenn es um Karrieren, Führungskarrieren geht, Familie und Führung. Und der zweite, also das eine Ansatz ist die Netzwerke. Die spielen wirklich eine ganz große Rolle bei uns, weil sie eine große Wirksamkeit haben und viele Menschen erreichen. Und der andere Ansatz ist, dass wir tatsächlich mit den Frauen, wenn wir dann erfahren, dass eine Mutterschaft ansteht, zu dem Zeitpunkt schon in die Gespräche gehen, durch den HR-Bereich, aber auch die Führungskräfte sensibilisieren, sehr frühzeitig, also noch bevor es in den Mutterschutz geht, wieder in die Rückkehrplanung zu gehen. Wir haben Frauenförderprogramme für junge, aber auch schon erfahrene Führungskräfte. Wir haben Mentorenprogramme und alle meine Mentees, die werden immer irgendwie alle schwanger, aber einige, die schwanger werden. Ja, passiert, und wenn ich die dann bei mir in der Betreuung habe, dann das ist natürlich auch eine große Gefahr, dann übergriffig zu sein. Ne? Das sind ja sehr persönliche Entscheidungen, aber ich versuche, meine Mentees immer dahingehend zu ermutigen und zu beraten, dass es nicht Kind oder Karriere geht, sondern dass beides miteinander unter bestimmten Rahmenbedingungen, die sie aber auch in der Partnerschaft, in der Familie miteinander wirklich aussprechen müssen, dass das gut geklärt werden kann. Und tatsächlich in einer hormonell anspruchsvollen Phase selbst ist das gut klärbar, weil die Väter, die sind ja auch hormonell beeinträchtigt und beeinflusst. Und also tatsächlich sehr frühzeitig in die Rückkehroptionen reinzudenken und das ganz konkret zu planen, um eben dann nicht nach der Auszeit in ein Loch zu fallen. Und das mit der Elternzeit, das ist ein ganz großes Problem. Da müssen wir nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer adressieren. Zum Schutz von beiden muss man an der Stelle aber auch sagen, wir sind hier in Hamburg in der Metropolregion. Wir haben hier auch eine Situation, dass das Thema Kinderbetreuung natürlich einer Verkürzung der Elternzeit dann auch im Wege steht, ne? Also die öffentliche Kinderbetreuung. In Hamburg sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, aber leider noch nicht so aufgestellt, dass die Eltern es wirklich leicht haben, sehr frühzeitig mit einem hohen Stundenaufkommen dann eben in den Job zurückzukehren. Ja klar, also die ganze, die Rahmenbedingungen von der Gesellschaft und von der Politik sind natürlich auch wichtig, da haben Sie total recht. Ganz kurz ein kleiner technischer Hinweis, könnten Sie bei Ihrem Handy den Lautsprecher leiser stellen, ginge das? Frau Kugel und Frau Röver, wir haben hier offenbar einen kleinen Hall, wurde mir gerade gesagt. Ich hoffe, ja, das ist gemacht. Super, dann wird es jetzt auch in Ordnung sein. Mich würde mal kurz interessieren, Frau Röver, das klingt ja super, sind ganz tolle Ideen. Wie nehmen denn die MitarbeiterInnen das so an? Weil Sie sagten ja vorhin schon, es ist, kann auch übergriffig sein und vielleicht haben manche auch ihre Modelle, die sie unbedingt dann leben wollen. Ist das eher so eine Offenheit und ja, Interesse auch dafür? Oder sagen auch manche, nee, also davon will ich nichts hören, ich mache mein Ding? Naja, also je nachdem, wo jeder so im Leben steht, was er für Ziele im Leben hat, sind natürlich individuelle Situationen auch dabei zu berücksichtigen. Aber ich erlebe da eine ganz große Offenheit, weil das ehrlicherweise alles die Fragen sind, die uns bewegen. Also mich hat das mit Anfang 20 schon bewogen, wie ich das dann wohl mal mache, wenn ich mal einen Mann kennenlerne und eine Familie gründen will. Und ich habe mir da sehr frühzeitig persönlich Gedanken drüber gemacht. Und ich erlebe viele Frauen, dass sie sehr dankbar sind, das Gespräch so zu führen und eben auch sich auszutauschen, bis hin dazu, dass man sich eben gegenseitig auch Tipps geben kann. Also das sind ja häufig die Kolleginnen, deswegen auch der Fokus auf die Netzwerke als eine der Maßnahmen, die einen vertrauten Raum schaffen, wo man sich dann eben auch einen Tipp holen kann. Und ehrlicherweise auch wirklich viele Führungskräfte mittlerweile, die das unterstützen. Und also das ist schon auch ein Schlüssel. Ne? Du musst die richtigen Führungskräfte haben, die dann eben auch so einen Weg mitgehen und das ausprobieren. Und wir wissen alle jetzt, also ich glaube tatsächlich, da gebe ich Frau Kugel recht, die Corona-Phase, die hat uns gelehrt, dass sehr, sehr viel mehr möglich ist und möglich sein muss, und das Unternehmen nicht gleich zusammenbricht, wenn ein Kind im Hintergrund schreit. Ne? Also, und das hat auch vielen Führungskräften gezeigt, dass da was geht mit den
Eltern und dass da echt viel geht mit den Eltern, gerade in der Phase. Auch wenn wir aufpassen müssen, dass diese Phase nicht dazu führt, dass Mütter noch mehr belastet werden. Das erleben wir ja auch. Das ist ja auch öffentlich diskutiert gerade. Ja, da kommen wir auch später nochmal auf jeden Fall dazu. Frau Kugel, was sagen Sie dazu? Was Frau Röver und Ihr Team da machen, klingt ja eigentlich ganz prima. Haben Sie das Gefühl, das reicht auch? Oder gibt es noch mehr Dinge, die Firmen tun könnten, anstoßen könnten, um Rollenbilder zu ändern? Nee, also ich glaube, was ja Frau Röver jetzt gezeigt hat, und da ist ja Otto auch ganz weit vorne dran, also ich glaube, das Einzige, was ich von Unternehmen noch kenne, was noch darüber hinaus getan wurde, ist teilweise zu incentivieren, dass aber auch tatsächlich Mütter oder Väter auch wieder schneller aus der Elternzeit kommen. Genau dieses Thema, das Sie angesprochen haben, Frau Röver, dass eben die Betreuungsstruktur und die Infrastruktur in Deutschland so miserabel ist, dass selbst wenn man sozusagen nach dem ersten positiven Schwangerschaftstest schon die Anmeldung in allen relevanten Kitas in der Umgebung oder sowas macht, das noch lange nicht heißt, dass das Kind dann irgendwo in der, sage ich mal, im ersten Jahr noch einen Platz bekommt, dass man eben auch sagt, versucht, das eben auch zu incentivieren und eben auch Kinderbetreuung zu bezahlen, die dann vielleicht im Privaten eher dann stattfinden muss, weil die Kitas nicht ausreichen. Ich würde aber ganz gerne, glaube ich, auf ein Thema gehen, weil das, was Frau Röver gesagt hat, glaube ich, kann man jetzt nicht ergänzen. Ich finde, das wird tatsächlich gut. Und Sie haben bei mir was ausgelöst, Frau Röver, als Sie gesagt haben, das hat mich ja schon interessiert, als ich Anfang 20 war. Und dann natürlich auch, wenn man junge Eltern ist. Jetzt bin ich ja schon 50, meine Kinder sind schon Teenager. Ich bin ja schon ein Stück weit weiter und vielleicht aber auch manchmal schon sehr geklärt. Also Alter weiter im Sinne jetzt vom Alter, habe bestimmte Phasen natürlich irgendwie schon hinter mir. Und sag immer, es gibt ein ganz, ganz großes Problem, was dann auch die Karrieren angeht. Und das ist immer noch die Frage, was ist die Norm? Was ist die Norm in einem Unternehmen und einer Organisation? Und wenn sich immer nur eine Gruppe anders verhält als die Norm, ja, und ich will überhaupt gar nicht jetzt sagen, ob ich die Norm unbedingt immer die beste finde, dann ist es eben natürlich genauso, dass dann irgendwann mal die Gruppe, und das haben wir auch gesehen und gezeigt, Frau Marold, in den Zahlen, was passiert denn mit den Frauen dann später in der Karriere? Am Anfang sind es noch 40% und dann werden es immer weniger. Wenn man sich also immer anders verhält als die Norm, dann kommt dieses Ähnlichkeitsprinzip nicht mehr so zum Tragen. Also man gehört zu denjenigen, die immer wieder gewählt werden, weil man eben so ist wie die Gruppe. Das ist einfach ein soziologischer, psychologischer Effekt. Minimi-Effekt sage ich immer dazu, da gibt es aber unterschiedliche Themen. Und das ist ja immer so die Geschichte, die Entscheidung darüber, wer neue Positionen bekommt, wer eingestellt wird, wer befördert wird, das liegt ja nicht an an sage ich jetzt mal, neutralen Kriterien. Die können Sie noch so objektivieren, wie Sie wollen. Das macht Sie besser und das macht es auch fairer, aber es macht es immer noch nicht ganz fair, weil zum Schluss trifft immer ein Mensch eine Entscheidung und Menschen treffen keine rationalen Entscheidungen. Sie können sich dahin, sage ich jetzt mal, bewegen, aber zum Schluss sind sie immer noch mal diejenigen, die emotional sagen, ich glaube, jeder von uns kennt es, ach, ist das sympathisch, wenn jemand reinkommt oder nicht sympathisch, und das sind eben genau diese Ähnlichkeitsmerkmale. Und ich glaube, da muss man tatsächlich irgendwie drauf aufpassen. Und was anderes, was auch immer, glaube ich, eine Frage ist, das eine ist, was ist die Entscheidung, die heute für meinen Lebensabschnitt die passendste ist, aber was passiert mit den Entscheidungen, die ich heute treffe, in der nahen, aber auch in der späten Zukunft? Also das heißt, heute etwas zu tun für einen Zeitraum, der kurz ist, glaube ich, ist immer machbar. Also persönlich habe ich erst neulich wieder mit einer jungen Mentee von mir gesprochen, die dann gesagt hat, ich gehe sofort wieder arbeiten, wo ich dann nur so gesagt habe, ja, aber ich sage dir auch, das ist so ein Crash in deinem Leben, ja, wenn du erst mal irgendwie ein Kind bekommst, wo du dann so Dinge lernst, wo ich sage, sag nicht, dass nach 8 Wochen alles im Griff ist. Also ich zumindest habe noch nie irgendjemanden kennengelernt, der sagte, nach 8 Wochen war alles irgendwie total im Griff. Ja, aber es gibt ja so diese Wunderbabys, also ich hatte keine, ja. Also insofern ist das, glaube ich, schon eines. Aber auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage, der Verzicht heute auf Gehalt, das habe ich ja schon vorher erwähnt, bedeutet aber auch, wenn ich nicht zu der Gruppe gehöre, die immer wieder zur Verfügung steht für neue Jobs, für Beförderungen, dann sind das natürlich einfach auch Einbußen in der Vergangenheit. Und ich habe neulich mit einer Frau gesprochen, die hat sie mir noch nicht geschickt, aber die hat eine Masterarbeit darüber geschrieben, wann und wie und ob Frauen jemals wieder auf dem Gehalt landen, das sie hatten, als sie schwanger wurden, beziehungsweise in Mutterschutz gegangen sind. Betonung auf Mutterschutz und nicht auf Elternzeit. Und die hat in ihrer Masterstudie herausgefunden, dass wer innerhalb eines Jahres wieder zurückkommt, erreicht sein Gehalt sofort wieder, beziehungsweise ist drin, und zwar ein Jahr ziemlich Vollzeit, also 80% oder mehr, und wird dann einfach auch ein paar Jahre später keine Einbußen mehr haben und weiterhin sein. Diejenigen, die nicht innerhalb des ersten Jahres zu 80% oder weniger wieder zurückkommen,
werden nie wieder ihr Gehalt erreichen. So, ich habe die Daten jetzt nicht zur Verfügung, sonst würde ich sie Ihnen auch zeigen. Aber auf der anderen Seite ist das, glaube ich, immer etwas, was wir bedenken müssen. Welche Konsequenzen hat das für später? Und dann komme ich eigentlich auf eine Ebene, das, was Frau Röber vorgestellt hat, das, was Unternehmen ja letztendlich machen, ist ja eigentlich ein Prozess, der stattfindet, weil der Gesetzgeber bestimmte Dinge nicht tut, weil die gesellschaftlichen Strukturen bestimmte Dinge nicht zulassen. Und da sage ich einfach mal so zwei, drei Stichworte. Die Thematik, die Sie zu dem Thema Elternzeit gebracht haben, ja, also 2,x Monate versus 15,x Monaten bei Frauen beziehungsweise bei Männern. Das ist einfach so ein Thema. In der Diskussion, als das Elterngeld eingeführt wurde, gab es auch den Ansatz, aus den Ansätzen in Schweden zu lernen, dass es nämlich den vollen Bezug des Maximalen nur dann gibt, wenn auch beide Elternteile einen signifikanten Anteil an Zeit zu Hause bleiben. Und in Schweden war das Ganze einfach, wenn der Vater nicht mindestens, ich glaube, 7 Monate zu Hause bleibt, dann wird einfach nicht das volle Geld abrufbar. Und das Interessante ist, wenn man mal ganz fair fragt, was wird denn oft in diesen 2 Monaten getan, in denen die Väter Elternzeit nehmen, jetzt denken wir mal ganz kurz noch in die Zeit vor Corona, dann findet da oft noch mal so ein Extended Urlaub statt. Ja, dann ist das Kind irgendwie ein knappes Jahr und dann kann man irgendwie noch mal eine tolle Reise machen, mit viel Zeit irgendwie was genießen. Das ist aber nicht der Alltag. Wer aber 7 Monate zu Hause bleibt, der erlebt den ganz normalen Alltag mit Kindern, egal in welchem Alter sie sind. Und der wird auch danach aus meiner Sicht ein anderes Verständnis dafür bekommen, was möglich ist, was nicht mehr möglich ist. Es hilft auch bei den Entscheidungen, was kann man leisten. Also ich sage dann immer bloß, weil ich irgendwie Mutter geworden bin oder schwanger bin, verliere ich doch nicht meine Hirnkapazitäten. Ja? Also das heißt, es ändert doch nichts wirklich an einem. Aber das heißt, es ist einfach mal ein anderes Gefühl und dann jetzt einfach auch mal ganz klar ein positives Wort für die Väter. Auch das Kind oder die Kinder erleben zu dürfen und eine signifikante Rolle spielen zu dürfen. Das macht ja auch nicht jedem Spaß, immer abends zu kommen und vielleicht noch irgendwie einen Gute-Nacht-Kuss irgendwie auf die Stirn zu drücken und zu sagen, ja, bis morgen früh. Also eine halbe Stunde am Tag mit dem Kind ist ja jetzt nun auch nicht unbedingt das, was immer erstrebenswert, weder für Väter noch für Mütter ist. Also das heißt, diese Rollenvorbilder ändern. Und last comment nochmal, das Gleiche ist das Ehegattensplitting. Das Ehegattensplitting kommt aus einer Zeit, in der es eine ganz andere Vorstellung dessen gab, die wir schon lange nicht mehr leben. Klammer auf, es belohnt die Ehe und noch nicht mal die Kinder. Es ist auch explizit nicht angelegt worden als irgendein Familiensplitting und führt aber dazu, dass viele die Milchmädchenrechnung machen, dass sie eben einen geringeren Steuersatz bezahlen und dazu nur zuverdienen, weil wenn sie fast gleich verdienen, dann hat das Ehegattensplitting überhaupt keine Wirkung mehr. Und das sind einfach strukturelle Themen, die in der Hand des Gesetzgebers liegen. Aber ich glaube, da haben wir ja schon oft diskutiert. Und jetzt nicht vor 2 Wochen erst zuletzt mit der Kampagne Ich will. Jetzt reicht es ja einfach auch nochmal klar zu sagen, dass wir uns da in Deutschland wirklich, wirklich ganz weit hinten bewegen in vergleichbaren Industrienationsländern. Super. Ja, Frau Kugel, da habe ich gar nichts hinzuzufügen. Wunderbar. Also mir fällt jetzt noch gerade ein, Sie haben jetzt sehr viel gesagt, auch was die Politik eigentlich doch tun müsste, ne? Also welche Aufgaben die hat. Es gibt ja auch einige Firmen, die sagen, okay, wenn jetzt die Vätermonate immer so ungleich verteilt sind, dann spendieren wir den Vätern in unserem Unternehmen einfach nochmal 2 bis 4 Monate, wo dann irgendwie ihr Gehalt aufgestockt wird oder bei vollem Lohnausgleich. Was halten Sie von solchen Ideen? Das ist natürlich so eine ganz unternehmensinterne Lösung dann. Naja, also sagen wir mal ganz einfach so, warum sollten denn die Väter nicht irgendwie einfach die Hälfte der Elternzeit einfach aufnehmen? Also da muss ich Ihnen jetzt ganz ehrlich sagen, warum sollte, also wenn das jetzt in den USA stattfindet, in denen es sowas überhaupt nicht gibt, ja, dann würde ich sagen, wie auch immer, oder Frankreich, die ja gerade irgendwie überhaupt mal die Väterzeit sozusagen etwas verlängert haben, dann verstehe ich das. Aber in Deutschland ist ja das eigentlich erstmal ein familieninternes Thema. Da kommen natürlich die Strukturen, dann kommt natürlich aber auch die Frage, wer verdient mehr? Das ist ja dann auch, ich sage jetzt mal, klassisch in den allermeisten Paaren, zumindest bei heterosexuellen Paaren, ist der Mann immer ein paar Jahre älter, dann verdient er zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen mehr oder vielleicht grundsätzlich mehr. Da kommen ja viele von diesen Dingen letztendlich auch zum Tragen. Ich sage, glaube ich, oder meiner Meinung nach ist alles, was hilft, wenn wir jetzt gerade über Kinder reden, dass Väter einfach auch eine aktive Rolle an Vaterschaft im Alltag übernehmen. Und dann aber einfach auch feststellen, und ich habe das ja auch immer wieder gesagt, natürlich war ich unendlich müde in den ersten Jahren, ständig und immer.
Aber auf der anderen Seite sehe ich das genauso, wie Frau Röber das auch gesagt hat. Es ist so vieles möglich und außerdem bin ich ungleich effizienter geworden. Ja? Und wenn das eben auch etwas ist, was Sie dann spüren und wenn Sie merken, so dass die Normen sich verschieben, also das heißt, dass dann nicht nur die Männer machen das eine in der Firma und die Frauen machen das andere in der Firma, sondern alle machen letztendlich das Gleiche. Alles, was dazu hilft, wäre ich ein großer Fan, weil dann würden sich vielleicht auch mal die Politiker bewegen und die an die Frauen voranbringen, die sich momentan noch ausschließen. Wunderbar. Also wir haben jetzt wirklich das Thema Vereinbarkeit von vorne bis hinten durch besprochen. Es gibt aber natürlich auch ganz viele Frauen, die keine Kinder haben und die ja trotzdem auf dem Weg nach oben irgendwo stecken bleiben. Ich habe vorhin schon diese Zahl mit den 30% genannt. Also grundsätzlich Führungspositionen in Deutschland sind zu 30% mit Frauen besetzt. Das ist aber nur so die Grundgesamtheit. Wenn man sich die oberste Führungsebene mal anschaut, dann ist der Anteil von Frauen noch wesentlich geringer. Auch dazu haben wir noch mal Zahlen aus unserer Studie. Vor allen Dingen spannend ist hier die untere Zahl, die 18%, der Frauenanteil von 18% bei den großen Unternehmen mit mehr als 2000 Beschäftigten. Das ist schon ganz schön wenig. Und spannend finde ich dann, dass es bei den kleinen Betrieben offenbar irgendwie anders ist. Es scheint wohl zu gehen. Da sind 43% Frauen auf der obersten Führungsebene. Und das finde ich sehr interessant, weil es scheint wohl doch so zu sein, Frauen können auf diese Ebene hochstoßen und das Unternehmen geht offenbar doch nicht pleite. Was läuft da falsch bei den großen Firmen? Das haben wir uns natürlich bei der Auswertung der Studie auch gefragt und wir haben uns da mal ein bisschen genauer angeschaut, was die Firmen eigentlich so an konkreten Maßnahmen machen, um Gleichstellungen im Unternehmen zu sichern, um auch so ein bisschen diesen Minimi-Effekt zu torpedieren, den Sie ja auch vorhin erwähnt haben, Frau Kugel, also dass Menschen eigentlich dazu tendieren, eher sich Menschen zu umgeben, die ihnen ähnlich sind, also Männer da auch eher Männer befördern und keine Frauen. Und wenn wir das nächste Chart mal einblenden, dann sehen wir eine Auswahl von Maßnahmen, die die Unternehmen so machen. Wir machen noch viel, viel mehr natürlich, aber diese Maßnahmen hier, die wir sehen, die zeigen ganz gut, wo hier so die Schwerpunkte liegen. Also wir sehen zum Beispiel sehr beliebt sind da beispielsweise Führungskräfteschulungen zum Thema Gleichstellung, aber auch gern zum Thema unbewusste Vorurteile. Das haben wir jetzt hier gar nicht drin. Sehr beliebt ist auch die Verankerung von Diversity-Zielen in der Unternehmensstrategie. Der Vorteil von solchen Maßnahmen ist natürlich, es tut keinem weh. Es kostet auch nicht so wahnsinnig viel, aber es bringt auch nicht besonders viel. Nicht so beliebt dagegen sind zum Beispiel Kennzahlensysteme, also auch so eine regelmäßige Auswertung von Mitarbeiterdaten im Hinblick auf Gleichstellung. Das macht nur jedes vierte Unternehmen, das wir befragt haben. Und noch weniger häufig werden tatsächlich die variablen Gehälter der Führungskräfte an das Erreichen von bestimmten Quotenzielen gekoppelt. Frau Kugel, ich weiß von Ihnen, dass Sie speziell diese beiden letzten Maßnahmen sehr, sehr gut und wichtig und auch effizient finden. Können Sie mal erzählen, warum Sie davon so überzeugt sind von diesen beiden Maßnahmen? Naja, also ich glaube, zum Schluss, wir reden seit mindestens 20 Jahren aktiv in Deutschland über Selbstverpflichtung, über Dinge, die wir tun wollen, dass die Privatwirtschaft, aber auch der öffentliche Dienst sich selber bewegen darf und wir sehen keinen signifikanten Fortschritt. Und was sich dann irgendwie aber auch zeigt, ist, wenn es entweder Regelungen, klare Vorgaben oder aber wenn die Vorgaben an Geld gekoppelt sind, ja, dann plötzlich bewegt sich etwas. Also insofern will ich einfach nur sagen, in keinem anderen Bereich würden wir, vielleicht im Thema Umweltschutz, ja, würden wir irgendwie ähnlich vorgehen, aber wenn es um knallharte Vertriebsziele oder sowas geht, würden wir doch auch nicht immer sagen, ach ja, macht doch mal so ein bisschen, ja, und wenn es euch irgendwie passt, dann verkauft mal so ein bisschen mehr, sondern da haben wir das ja auch ganz klar gekoppelt, halten die Karotte immer davor. Und siehe da, es geht. Und vor allem glaube ich einfach auch, weil es immer mal wieder, ich habe mal zu einem Kollegen gesagt, wo wir auch viel darüber diskutiert haben, also zum Beispiel ich habe jedes Jahr aufs Neue den Vorschlag gebracht, als ich bei Siemens im Vorstand war, zu sagen, lasst uns mal die Diversity-Ziele, die über die Gender Diversity hinausgehen, an den Bonus koppeln. Und ich hatte nie die Mehrheit. Ja? Also ich war auch nicht die Einzige, die es wollte, aber wir hatten nie eine mehrheitliche Entscheidung, um das tatsächlich zu tun. Also das heißt, die Mehrheit des Vorstands war dagegen. Und ich habe aber auch manchmal gesagt, naja, jetzt überlegt doch mal ganz einfach, wir sind doch irgendwie auch nicht in der Situation, dass man so sagen muss, wenn ich jetzt meinen Kollegen gesagt habe, der immer sehr, sehr dagegen war, einer, habe ich immer so gesagt, sag mal, wann ist dir denn eigentlich zum letzten Mal aufgefallen, zu sagen, ja, oder so. Weil irgendwann werde ich ja als Kollegin zur Person.','//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 
Und dann gibt es die Dinge, die man an mir mag oder auch nicht an mir mag, an mir schätzt und auch weniger schätzt. Aber es ist ja nicht immer diese Überlegung, oh, 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 Frau, Frau, Frau oder Mann, Mann, Mann. Sondern diese Diskussionen finden ja eigentlich immer erst vorher statt. Also so, oh ja, das ist ja alles anders. Und natürlich ist es anders in gemischten Teams. Und natürlich bringen unterschiedliche Perspektiven mehr Dinge. Und für mich ist es einfach nur so, niemand in der Wirtschaft wird den immer gleichen Ansatz wählen, ohne eine signifikante Verbesserung zu haben und sagen, hat zwar nie funktioniert in den letzten 20 Jahren, aber wir machen genau so weiter. Und deshalb bin ich da einfach in der Zwischenzeit auch digital und es tut mir leid vielleicht für meine Radikalität, das liegt dann vielleicht auch am fortgeschrittenen Alter, ja, dass ich einfach sage, ich habe mir das jetzt angeguckt und sehe dann einfach die Unterschiede und all das, was irgendwie zum Beispiel in Ihrer Studie auch kommt, eine Gleichstellungsbeauftragte, das Wort ist ja auch immer schon so süß, oder ein Diversity Manager oder die HR mit irgendwelchen Dingen, das sind alles Themen, die bringen die Awareness nach oben. Aber die letztendlich finale Entscheidung, wer eingestellt wird oder wer befördert wird, trifft immer der Hiring Manager oder der Manager, der promotet. Natürlich kann man das und das sollte man auch insofern besser stellen, indem man diverse Teams zum Beispiel diese Entscheidung trifft, dass unterschiedliche Perspektiven drauf kommen. Aber dann der oder die Gleichstellungsbeauftragte wird das nicht nutzen können, weil sie kann beeinflussen, sie kann Guidelines rausgeben, aber sie kann nicht die jeweilige Entscheidung challengen. Und dann sind wir wieder bei diesem Minimi-Prinzip. Und ganz ehrlich, also ich vielleicht einfach ein, weil ich das heute schon mal jemandem empfohlen habe. Es gibt ja auf der Harvard-Seite, also von Harvard Business University, gibt es einen Bias-Test. Also er glaubt, er hätte keinen Bias, also keine Vorurteile im Kopf. Der ist einfach falsch gesettelt. Ja, und das kann man einfach ausprobieren. Wenn Sie es kurz mal googeln, dann finden Sie, das dauert 15 Minuten. Sie können sich aussuchen, Mann, Frau oder Rasse oder was auch immer. Und Sie werden feststellen, Sie haben einen Bias. Ich habe einen Bias. Obwohl ich diese Tests immer mal wieder mache, um tatsächlich irgendwie und ja auch bewusst reingehe und ja mich mit dieser Thematik ja schon wirklich ewig beschäftige. Und das liegt einfach nur daran, dass wir bestimmte Themen immer vorgelebt bekommen, dass wir Bilder sehen, die prägen. Ja, UN-Studie im Frühling, 9 von 10 Menschen auf der Welt haben Vorurteile gegenüber Frauen, also sprich auch Frauen. Und das sind einfach all diese Dinge, wenn wir nicht an den Strukturen, wenn wir sie nicht pushen, dann kommen sie von alleine nicht, weil diejenigen, die hauptsächlich bislang in diesen entscheidenden Positionen sitzen, sind weiße Männer oder zumindest in Deutschland, meistens heterosexuell oder zumindest geben sie vor, heterosexuell zu sein. Und das deckt natürlich einfach nur einen ganz kleinen Teil unserer Gesellschaft ab. Wir kommen sicherlich auch gleich nochmal auf dieses Thema. Sie haben ja schon die Quote so ein bisschen im Hinterkopf, ich merke das. Frau Rüber, ich würde trotzdem Sie gerne nochmal fragen. Sie haben es gehört, was Frau Kugel erzählt hat, auch so ein bisschen die Ergebnisse unserer Studie gesehen. Sie haben ja tatsächlich auch einige dieser Maßnahmen bei sich, bei Otto ausprobiert oder probieren Sie nach wie vor aus. Also beispielsweise dieses Kennzahlensystem, ne, wo Sie, ich glaube, bei Ihnen heißt es Factbook Diversity, wo Sie immer schauen, wie ist es eigentlich auf den verschiedenen Führungsebenen, wie sind die Teams da zusammengesetzt, was können wir tun. Sie haben auch sich eine Quote gesetzt für die verschiedenen Führungsebenen. Allerdings ist diese Quote bei Ihnen entspricht genau dem Frauenanteil, der sowieso schon gerade dort ist. Das ist in Ihrem Fall, glaube ich, so 25%. Warum sind Sie da so wenig ehrgeizig gewesen? Also erstmal haben wir schon einen vergleichsweise hohen Frauenanteil, wenn wir auch in Führungspositionen bei Otto gucken, dann sind das schon über 40% in der Tat. Aber nicht in der obersten Ebene, das, ne? Also sonst genau, im Gesamt. Genau, in der obersten Ebene ist das 25%. Wir sind zu viert. Ich bin eine Frau, also 25% immerhin. Bei den Ebenen drunter wird es dann immer ein bisschen höher, aber in der Tat ist das so, dass wir über so ein Viertel beziehungsweise ein Drittel haben wir dann auf der zweiten Ebene, also auf der zweiten Management-Ebene Frauen in Führungspositionen, da liegen wir, glaube ich, bei knapp 30%. Das finden wir jetzt nicht so schlecht und trotzdem ist das ein Ansporn. Wir haben für uns die Quote in der Umsetzung 50-50 bis zum letzten Gespräch. Im Einstellungsprozess und tatsächlich ist es so, dass wir das einhalten, also und das auch hart kontrollen. Und dann, ich habe jetzt auch neulich gerade mit meinem HR-Team gesprochen, sollten wir nicht tatsächlich die Quote hochsetzen und dann eben auch anders einstellen, also die finale Entscheidung anders treffen, weil bis zu der Entscheidung sind wir ja bei 50-50% bis zur finalen Besetzung. Und dann haben wir uns auf den prominenten ersten beiden Ebenen, also jetzt unterm Vorstand, das nochmal angeguckt und haben uns gefragt, hätten wir anders entschieden. Und mit Sicherheit spielt das, was Frau Kugel ausgeführt hat, auch eine Rolle.
Und trotzdem haben wir gesagt, den Schritt jetzt zu gehen, dann tatsächlich nach Quote durchgängig bei jeder Position zu besetzen, weil sie höher sind, den gehen wir noch nicht, weil wir vorher noch ein paar andere Sachen ausprobieren wollen. Und dazu gehört, dass wir in denen, also tatsächlich, es gibt einzelne Positionen, da haben wir das interne Ziel, das soll eine Frau werden, um darüber in Summe die Quote hochzukriegen, weil wir bestimmte Positionen jetzt extern besetzen. Und ansonsten achten wir sehr, sehr streng darauf, dass wir zum Beispiel bei der Besetzung von Projekten einen vernünftigen Frauenanteil auf, also vernünftigen Frauenanteil heißt tatsächlich auf einer relevanten Ebene, nicht auf der Mitarbeiterebene, da kann man sich ja alles schön rechnen, sondern auf einer Projektführungsebene haben, wo wir das mit Frauen besetzen. Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen, die wir in den letzten Jahren in unterschiedlicher Art und Weise gestafft haben und haben da immer darauf geachtet, dass wir auf sehr prominenten Positionen, zum Beispiel haben wir ein großes Logistikprojekt, da habe ich dann durchgeboxt, dass das eine Frau wird, die zu dem Zeitpunkt, als sie den Job übernommen hat, Zwillinge bekommen hat. Und wir dachten, das ist für uns alle der Horror. Und für sie vor allem und für ihren Mann. Und trotzdem hat das funktioniert. Und da musste ich dann stark bleiben und meine Kollegen und meine Mitarbeiter, damit wir uns trauen, diesen Schritt zu gehen, ne? Also es ist Frau und familiäre Situation in einer Situation, wo man sagen würde, seid ihr total bekloppt, dieses Projekt in so einer Konstellation an eine Frau zu geben, die jetzt gerade dann auch Zwillinge kriegt. Und es hat funktioniert und wir zeigen damit intern, dass es funktionieren kann. Also ich glaube, dass die Quote ein ganz wichtiges Mittel ist. Und die Frage ist, unternehmensindividuell zu beantworten, was ist für welche Führungsebene der richtige Anspruch an die Quote? Vor allem ist aber die Einzelentscheidung dann das Wichtige. Und dann darüber sprechen und immer wieder zu kommunizieren, dass bestimmte Dinge, die man sich vorher nicht vorstellen konnte, eben auch gehen. Und ehrlicherweise würde mir in meiner Arbeit, die eine noch strengere Quote nicht helfen, in einer stärkeren Akzeptanz, bestimmter Modelle mit Frauen, aber auch mit anderen Lebenssituationen, auch von nicht heterosexuellen Personen. Und dementsprechend setzen wir sehr, sehr stark tatsächlich auf das Thema Diversity in der Wirksamkeit, in der Gesamtbelegschaft, über jegliche Form der Kommunikation und auch das harte Messen an Zahlen. Also das Factbook, das geben wir nicht einmal raus im Jahr, sondern das gucken wir uns unterjährig immer wieder an. Darüber berichten wir unserem eigenen Beirat, also ich als Bereichsvorstand, und wir berichten auch darüber, wie wir jetzt an maßnahmenseitig gegensteuern und was wir als Unternehmen tun können, um jegliche Form von Diversity eben auch zu fördern und damit für alle betroffenen Gruppen auch etwas zu erreichen. Also die Frauen ist die eine Gruppe, ne, die anderen Gruppen, ehrlicherweise, das sind in Anführungsstrichen noch die, wo wir am wenigsten Fortschritte in den letzten Jahren gemacht haben, in Deutschland, aber ehrlicherweise auch wir bei Otto. Das sehe ich gesellschaftlich fast noch ein viel größeres Problem. Und wir müssen die Karrieren der jungen Frauen fördern, also da ansetzen, wo sie noch nicht mit Kinderplanung beschäftigt sind, noch nicht mit Familienplanung beschäftigt sind, in der Ausbildung. Also in der Ausbildung rede ich über Frauenkarrieren mit Auszubildenden und zwar für jeden Beruf, den wir ausbilden. Da anzufangen, das ist total wichtig, weil wir haben gar nicht dieses volle Potenzial an Masse an Frauen, aus denen wir schöpfen können für die ganz hohen Führungsebenen. Also die Frauen müssen ja auch da sein im Markt und wenn jetzt eine entsprechende Stelle besetzt wird. Und da stellen wir leider immer wieder fest, dass es viel, viel zu wenige Frauen gibt, die eben für das, was wir an Stellen zu besetzen haben, eben dann auch in Frage kommen, ne? Also es muss genug Nachwuchs geben und das ist ehrlicherweise das, was mir große Sorge macht. Der Nachwuchs, das gerät sehr, sehr ins Stocken. Also bei uns jetzt gerade das, was wir beobachten, dass junge Talente nachkommen, die eben auch für höhere Führungspositionen sich eignen. Und da gehen wir den Weg stärker noch der eigenen Ausbildung. Darf ich da was Also, dazu sagen? genau, Nochmal? ich absolut. Ich wollte gerade Ihnen das nochmal das Wort geben, weil das war jetzt quasi so ein Plädoyer dafür, dass die Unternehmen das eigentlich auch selbst entscheiden können, dass es so ein individueller Weg sein muss. Und Sie haben ja gerade mit Ihrer Kampagne Ich will, Sie haben es vorhin schon angesprochen, also vor 10 Tagen haben Sie und
andere prominente Frauen sich zusammengetan und haben gefordert, dass endlich diese gesetzliche Quote auch für Vorstände gilt. Und das würde ja dann schon bedeuten, dass 30% der Vorstandsmitglieder Frauen sein müssten. Und gut, Otto würde diese Regelung nicht betreffen, aber es würde natürlich dann bedeuten, zum Beispiel bei 4 Vorständen, glaube ich, müsste dann noch eine Frau dazukommen. Frau Kugel, warum finden Sie das denn so wichtig? Also vielleicht noch ein Thema, ja, noch mal ganz kurz, wenn ich das noch einschieben darf, zu der Aussage von Ihnen gerade, Frau Röber, die Frauen zum Beispiel gerade in den technischen Fächern sind alle nicht so vorhanden. Also das stimmt, also da müssen wir uns gar nicht darüber unterhalten, dass natürlich wahnsinnig viele Fächer von jungen Frauen oder viele Ausbildungen nicht gemacht haben. Und da bin ich absolut dafür zu sagen, muss früher darüber sprechen, wir brauchen andere Rollenvorbilder. Aber wenn wir jetzt mal um die absoluten Chefetagen sprechen, dann finden wir heraus, und die Albright-Studie ist da jetzt gerade die neueste Studie, die das umfassend zeigt, dass die allermeisten, die in den Vorstandsetagen sitzen, Wirtschaftswissenschaften studiert haben, also BWL oder VWL oder also irgendwie Wirtschaftswissenschaften in irgendeiner Art und Weise oder noch sehr, sehr viele Juristen. Und dort haben wir überhaupt nicht zu wenig. Also es gibt in den Ingenieursfächern tatsächlich nicht so viele, aber der Großteil der Geschäftsführer oder der Vorstände haben letztendlich auch was wirtschaftswissenschaftlich gestanden. Und das ist, glaube ich, immer noch mal eines, was man machen kann. Zweitens sind auf den Ebenen unter den Vorständen, BCG hat da gestern, vorgestern am Montag eine Studie rausgebracht, sind doppelt so viele Frauen, also das heißt, die Pipeline gibt. Ich glaube, es gibt eben eines, man muss sie teilweise länger suchen. Und da erinnere ich mich auch zum Beispiel an eine Suche, die wir bei Siemens hatten, wo ich mich mit meinem Kollegen, wir waren uns einig darüber, dass wir da definitiv ein Zeichen setzen wollten. Und wir hatten schneller, und das ist zugegeben für einen sehr technischen Bereich, wir hatten schneller akzeptable, in Anführungszeichen, Kandidaten als Kandidatinnen, aber wir haben weitergesucht, bis wir eben auch Kandidatinnen gefunden haben. Und dann kommt nämlich auch noch was dazu. Und ich fand, Frau Röber, Sie haben das irgendwie schön beschrieben, als Sie gesagt haben, dass die Dame, die dann gerade Zwillingsmutter geworden ist, dieses große Logistikprojekt übersehen hat. Plötzlich merkt man, genau das Gleiche kann getan werden, auch wenn es anders aussieht und wenn die Person das anders macht, als man sich das üblicherweise vorgestellt hat. Und das ist ja auch wieder was mit den Rollenvorbildern. Und ich glaube, da würde ich einfach nur das entschwächen und sagen, das halte ich immer für eine kleine Aussage und eine kleine Ausrede aber auch. Und da muss man natürlich auch nochmal so sagen, wenn wir über Führungspositionen sprechen, also 50% der Bevölkerung sind Frauen und so viel Prozent sind Absolventinnen in bestimmten Studienfächern oder bestimmten Ausbildungsfächern taken. Aber die Anzahl der Führungspositionen, über die wir eigentlich sprechen, das sind ja nur ein paar Tausend, ja. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, wir brauchen jetzt unbedingt 50% Bauingenieurinnen oder Maschinenbauerinnen, weil das wir natürlich nicht fangen können. Aber wir reden ja eigentlich über eine andere absolute Anzahl und eine Frage der Prozentzahl. Ich glaube, das muss man immer noch mal übereinander legen. So, sorry, das muss ich jetzt noch einfügen. Jetzt zu der Frage der Quote. Ich glaube, ich habe das schon relativ klar gesagt. Also das FÜPOG ist das Führungspositionsgesetz, ist ja eine wirklich auch sehr unsperrige Formulierung, haha, ist im Koalitionsvertrag ein Versuch oder festgeschrieben, dass es ein weiteres Gesetz zur Förderung der Gleichstellung geben soll. Und auch das, was Frau Röber gerade gesagt hat, ich glaube, dass wenn Sie eine inklusive Unternehmenskultur oder Kultur haben, dann ist inklusive nicht nur für Gender-Inklusivität, sondern eben auch für alle anderen Diversity-Gruppen. Ich glaube, das muss auch nochmal ganz klar explizit formuliert werden. Und dieses Gesetz, also die Regierung hat wahnsinnig viele Themen aus dem Koalitionsvertrag abgearbeitet. Man könnte sagen, wirklich fleißig umgesetzt und viel, viel erledigt. Aber dieses Gesetz dümpelt vor sich hin und ist gerade in den letzten Wochen, weil wir uns überlegen, wie lange gilt es, es hat ja immer so einen parlamentarischen Prozess, bis es dann eingekippt wird und wie es ausformuliert wird und so weiter und so fort. Das heißt, der läuft allmählich in den jetzigen, bevor der neue Wahlkampf zugeht, geht das Fenster allmählich zu. Und dieses Gesetz wird von den konservativen Kräften, die es übrigens in allen Parteien gibt, ganz gerne irgendwie ausgehoben. Und deshalb haben wir gesagt, jetzt müssen wir echt mal ein bisschen laut werden, und zwar branchenübergreifend, um einfach mal zu sagen, Leute, nicht schon wieder. Nicht schon wieder, wie in den letzten 20 Jahren, das wieder abwinken mit Argumenten, die dann heißen, jetzt haben wir doch die Krise, jetzt können wir doch nicht sauer noch was heißt Frauenförderung tun oder Gleichberechtigung oder Gleichstellung tun, sondern einfach nur zu sagen, das Zeitfenster darf jetzt nicht vorbeigehen. Und der branchenübergreifende Ansatz aus zwei Gründen, einmal um klarzumachen, natürlich kann der Gesetzgeber nur an bestimmten Stellen eingreifen, also der Gesetzgeber kann und wird nicht entscheiden, wer jetzt Hauptrollen in irgendwelchen Filmen spielt, aber einfach um mal klarzumachen, wie es denn eigentlich um die Repräsentanz von Frauen in den unterschiedlichen Bereichen geht. Und ich glaube, das
konnten wir zeigen. Und darum ist es uns einfach uns gelegen, um zu sagen, dort, wo der Gesetzgeber kann, eben auch, weil wir die Erfahrungen aus anderen Ländern haben. Eine Firma ist nicht pleite gegangen, weil es dort mehr Diversität in den Geschäftsführungen oder in den Führungsfunktionen in irgendeiner Weise gibt. Aber man muss vielleicht manchmal welche anstupsen, um zu sagen, es wird anders, aber besser und definitiv nicht schlechter. Frau Rüber, würden Sie sich denn dieser Gruppe von Frauen und Männern anschließen, die jetzt fordern, dass die Quote ausgeweitet wird? Ich war in der Vergangenheit offen gesagt gegen die Quote, wie glaube ich ganz viele Frauen sich nicht als Quotenfrau abstempeln lassen wollen. Und dementsprechend, wenn Sie mich vor einer Weile gefragt hätten, hätte ich gesagt, nö, da würde ich mich nicht anschließen. Die Erfahrung der letzten Jahre, die lehrt mich tatsächlich, dass wir, glaube ich, an der Quote nicht vorbeikommen. Ich denke schon, dass Unternehmen einen Freiraum haben müssen, bestimmte Dinge selber zu entwickeln und so eine Quote auch für sich umzusetzen. Aber letztendlich, da stimme ich Frau Kugel zu, es wird ja nichts schlechter, nur weil eine Frau mit in der Chefetage sitzt. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, tatsächlich der Punkt, dass wir Frauen besser ausbilden müssen in den Berufsfeldern. Und wir haben nicht den Mangel bei den Juristinnen und bei den Wirtschaftswissenschaftlerinnen. Wir werden ihn in der Zukunft bei den Technologinnen haben. Ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um Unternehmen auch in die Lage zu versetzen. Und da spielt das, was ein Unternehmen tut, eine Rolle und was die Gesellschaft oder die Politik tut, auch eine Rolle, um überhaupt diese Quote erfüllen zu können. Weil das, was wir jetzt erleben, dass wir Homeoffices ausstatten, das ist ja der kleinste Teil der Digitalisierung. Der große Teil der Digitalisierung vieler Branchen, da sind wir am Anfang und da steht uns in den nächsten Jahren bevor. Und auch das wird sich in Führungsebenen widerspiegeln. Mit Sicherheit nicht jeder, der im Vorstand ist, aber auch Vorstände und Vorständinnen müssen ein technisches Verständnis haben. Sonst kann ich auch bestimmte Entscheidungen im Bereichsvorstand gar nicht mittreffen. Und in der Tat spielt das Thema Ausbildung da eine ganz, ganz große Rolle. Und da neben den Besetzungsprozessen legen wir ganz, ganz großen Wert drauf, dass wir das unterstützen und dass wir in der Schule teilweise anfangen, junge Mädchen und dann eben über die Ausbildung, aber auch jetzt in Umqualifizierungsmaßnahmen zu begeistern für Technologie und erstmal die Hürde, dass Technologie eine Hürde überhaupt sein kann, nehmen und gleichzeitig gemeinsam dann eben gegebenenfalls auch neue Berufsbilder entwickeln. Ne? Also der E-Commerce-Kaufmann, E-Commerce-Kauffrau ist auch aus der Industrie entstanden, weil dieses Berufsbild notwendig war. Und das ist eine ganz große Bereicherung für unsere Ausbildungsberufe. Und das brauchen wir, wenn wir Frauennachwuchs entwickeln wollen, ganz, ganz dringend, dass die Ausbildung auch attraktiv wird für Frauen. Okay, aber grundsätzlich sind Sie offenbar auch eine Unterstützerin der Quote. Also Frau Kugel, Sie haben jetzt noch eine Mitstreiterin gewonnen, super. Ich darf eine, sehr gerne. Ich habe immer so Gedanken. Dieses Stigma dieses Wortes, die Quote, ja. Definition, Wikipedia mal ganz kurz reingucken, beschreibt einen Anteil an einem Ganzen. So. Es gibt auch eine implizite Männerquote von 90 oder 80%. Also das ist jetzt erstmal das nichts anderes, immer das, was wir auch draus machen. Und das Zweite ist, und ich kenne übrigens diesen Gedanken, ja, also ich glaube mit 30, weiß ich nicht, da war ich auch noch nie irgendwo angekommen. Das hat mich neulich ein Mentee gefragt, ich bin wirklich ganz alt geworden in Anführungszeichen. Ich war Ende 30, wo ich zum ersten Mal bewusst hatte, dass meine eigene Wahrnehmung, die mag ja jetzt von anderen natürlich eine andere gewesen sein, dass ich mir gedacht habe, ich war viel besser qualifiziert als dieser Typ und er hat diesen Job bekommen. Aber ich habe kurz später einen viel, viel besseren nochmal bekommen. Insofern hat mich das auch gar nicht lange bewegt. Und ich glaube, das hat auch was sehr, sehr Positives mit mir gemacht. Aber was ich nur sagen will ist, und da habe ich mich neulich mit einem männlichen Headhunter unterhalten. Quote bedeutet eben auch, dass man eine Transparenz auf eine Gruppe von Menschen schafft, die so überhaupt keiner im Auge hat, die man nicht kennt. Und wenn es jetzt, nehmen Sie alle mal Ihre eigene Organisation, in der Sie arbeiten, wenn Sie sich überlegen, wer könnte denn für diese Position tatsächlich in Frage kommen, dann denkt jeder Mensch menschlich, an wen soll er denn sonst denken, nur an die Menschen, die einem dann üblicherweise so einfallen. Und in jahrhundertlangen geprägten Situationen, in denen natürlich viele Männer diese Entscheidung getroffen haben, kennen sie hauptsächlich auch nur Männer.
Ja, also das ist jetzt erstmal gar nichts Negatives. Ja, in vielen sozialen Berufen würden Sie wahrscheinlich genau umgekehrt auch haben. Sie würde Ihnen den ganzen Haufen von Frauen einfallen. Und eine Quote zu schaffen, ist einfach eine Transparenz. Und ein Minister AD hat da neulich irgendwie zu mir gesagt: Ja, Herr Nieders, macht ja da irgendwie diese Pressekonferenz und so weiter und so fort. Und ich weiß es ja nicht, vielleicht bin ich dafür auch schon zu alt. Ja, er ist schon über 70. Und ich sage: Ja, vielleicht bist du auch zu alt. Und wir kamen aber aus einer Diskussion, wo es um eine Besetzung ging, in deren unterschiedlichen Stakeholder, also ja, also das ist eine GmbH oder wie soll ich mal sagen, kannst du nicht darüber sprechen, wo unterschiedliche Stakeholder mit in dieser Besetzung entscheiden. Und da habe ich gesagt, wir haben doch gerade diesen Besetzungsprozess durchgemacht. Wir hatten ein klares Anforderungsprofil definiert. Und trotzdem hat einer der Stakeholder einen Menschen vorgeschlagen, der diesem Profil nicht gepasst hat. Und als Kompromiss, damit wir diesen Stakeholder nicht also von vornherein schon irgendwie verprellen, haben wir gesagt, okay, wir nehmen diesen Menschen auch mit in den Interviewprozess. Und da habe ich so gesagt, das sind doch genau die Kompromisse, die ständig gemacht werden. Und das müssen wir uns, glaube ich, einfach nochmal überlegen. Besetzungen finden nicht statt auf rationalen Kriterien, sondern es ist immer so eine Frage, wer kennt wen, wo bin ich noch ein Gefallen, Schule, passt das, irgendwie passt das nicht. Und das Letzte nochmal dazu, und ich glaube, dafür würde ich irgendwie sagen, wer den Job hat, muss zeigen, dass er oder sie diesen Job kann. Und dann ist es relativ irrelevant nach einem Jahr, in dem sie ihren Job einfach hervorragend haben, ob sie dann reinkamen, weil jemand sie kannte, ob sie reinkamen, weil es eine Quote gab und man hat einfach nach jemandem gesucht und sie waren vorher dieser Gruppe überhaupt nicht bekannt oder aufgrund von welchen Sachen. Es kann sich keine Organisation langfristig leisten und definitiv kein auf Profit getriebenes Unternehmen, Menschen lange in einer Position zu haben, die letztendlich die Performance nicht bringen. Und dann fragt auch keiner mehr, wie bist du reingekommen, sondern alle sagen, oh ja, die kann ihren Job gut oder der kann seinen Job gut. Und dann ist es eigentlich egal. Und ich glaube, das sollten wir uns immer, dieses Stigma, ich verstehe den Impuls, aber ich glaube, wir sollten uns immer überlegen, so what? Now I show them, ja, dass ich irgendwie die Performance bringen kann. Ja, so ein Argument, das Sie auch für die Quote gebracht haben oder beziehungsweise warum Sie gerade jetzt diese Initiative machen, ist ja auch, dass Sie irgendwie so wütend waren, dass viele Unternehmen aus der Krise einfach nichts gelernt haben, dass man jetzt in der Krise, gerade Corona, man sieht eigentlich, wie wichtig diverse Teams sind, wie wichtig es einfach auch wäre, wenn Frauen Mitsprache hätten, dass da einfach nichts passiert, dass jetzt blockiert wird. Und ich würde gerne mal bei diesem Thema Corona bleiben. Ich meine, wir sind jetzt mitten in der zweiten Welle. Die Unternehmen beginnen jetzt wieder, die Leute ins Homeoffice zu schicken, sofern das möglich ist. Einige Schulen sind schon zu, Kitas werden vielleicht auch ab und zu geschlossen. Ganz abgesehen mal davon, dass das natürlich für Frauen dann immer schwierig ist, also gerade mit den Schul- und Kitaschließungen, würde mich mal von Ihnen beiden noch mal interessieren, wie Sie denn grundsätzlich diese Veränderungen der Arbeitswelt sehen, die jetzt stattfinden, auch durch Corona noch enorm beschleunigt. Also viel mehr Homeoffice, viel mehr Dinge finden virtuell statt oder hybrid. Dienstreisen gibt es eigentlich kaum mehr. Spielt das den Frauen eher in die Hände oder könnte das auch eine Gefahr für sie sein? Frau Röber, wollen Sie vielleicht als erste mal darauf antworten? Ja, wir hatten das ja schon angesprochen und das ist ja gesellschaftlich auch gerade oder in der Öffentlichkeit in Diskussionen. Ein Großteil der Last tragen schon auch viele Mütter, auch aufgrund, das ist ja auch empirisch schon untermauert, aufgrund der Betreuungssituation, der Rollenbilder, die nach wie vor auch da sind und einfach auch, weil viele Frauen Teilzeit arbeiten. Das spielt da mit Sicherheit dann auch eine Rolle. Und auf der anderen Seite, da muss man aufpassen, dass das nicht kippt und dass wir nicht in tradierte Rollenmuster wieder zurückfallen. Und ehrlicherweise aus dem persönlichen Umfeld bei Otto, da erlebe ich leider gerade auch tatsächlich ein paar Fälle, wo die Frauen dieser Belastung nicht standhalten, weil aber auch die Situation in der Partnerschaft und der Gesellschaft, dem gesellschaftlichen Druck, den sie ausgesetzt sind, ihnen zu schaffen macht. Und wir können als Arbeitgeber da nur gegenwirken und versuchen, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass es den Frauen eben trotzdem möglich ist. Leider können wir eben in dieser Corona-Phase eben nicht die Kinderbetreuung übernehmen. Aber warten Sie ganz kurz, das würde mich nochmal interessieren, was machen Sie dann konkret in diesen Fällen, die Sie gerade geschildert haben? Also wenn Sie merken, eine Naja, Mitarbeiterin, ganz ja. konkret, ja.
Ganz konkret, also zum einen geht es um persönliches Coaching, also herauszufinden, was ist eigentlich der Kern des Problems? Ist es die Überlastung, die wir gerade alle spüren? Oder ist es eben auch eine Situation vielleicht in dem familiären Umfeld? Das zweite ist, dass wir tatsächlich, und das ist eben ein Lernprozess, der relativ schnell gehen musste, über die Zusammenarbeit erkannt haben, dass man trotzdem miteinander arbeiten kann. Und dann die Arbeitszeiten, also Stichwort Flexibilität, sich in andere Tageszeiten verlagern, ne? Und dementsprechend. Ich muss gestehen, ich habe jetzt gerade ein bisschen technische Probleme. Ich kann sie gerade nicht besonders gut hören. Deshalb reagiere ich nicht so richtig drauf. Ich hoffe, die Zuschauerinnen haben jetzt gehört, was Sie gesagt haben. Ich sehe gerade das Zeichen, ja, Sie haben es gehört. Das ist gut, dann habe ich es jetzt nicht gehört, aber ich habe zumindest mitgekriegt, Sie haben etwas getan, um diesen Frauen zu helfen. Coaching war der erste Schritt. Wie haben Sie sonst jetzt noch versucht, auf diese Situation zu reagieren bei Otto? Haben Sie jetzt tatsächlich auch gesagt, die Leute sollen dann eher ins Homeoffice gehen oder machen Sie auch so Hybridmodelle? Also wir sind jetzt mittlerweile in einer Situation, wo wir tatsächlich hybrid arbeiten. Also haben Sie schon mal hybride Meetings miterlebt? Das ist noch nicht so ein Spaß technisch. Da stehen wir noch vor großen Entwicklungsbedarfen. Auch die überwinden wir. Aber ganz konkret haben wir zum Beispiel in der Phase, wo wir nur sehr selektiv Mitarbeiterinnen auf den Campus, also ins Büro gelassen haben, die persönlichen Situationen abgefragt. Und tatsächlich gab es einige Personen, das waren Männer und Frauen, die es zu Hause nicht mehr ausgehalten haben, jetzt weniger wegen gesundheitlicher Themen, die auch, sondern einfach den Stress mit der Familie zu Hause. Und die haben wir zuerst ins Büro gelassen, obwohl wir nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen hatten. Dann das Thema Arbeitszeitmodelle, das hatten Sie nicht gehört. Das hat sich sehr dynamisch weiterentwickelt, dass eben unsere Meetingkultur sich verändert hat. Und zwar unsere Meetingkultur im Sinne von, ich bin permanent präsent und permanent ansprechbar. Da haben sich die Teams unter Rücksichtnahme auf die unterschiedlichen Gegebenheiten, aber eben auch Führungskräfte deutlich stärker organisieren müssen und verändern müssen und anpassen müssen, bis hin dazu, dass man groß in Frage gestellt hat, braucht man dieses Meeting überhaupt? Also wir sind eine sehr starke Präsenzkultur bisher gewöhnt gewesen und das hat sich zum Positiven verändert, dass nicht immer jeder präsent sein muss. Zu jedem Zeitpunkt und das hat mit Sicherheit auch beigetragen, dass Personen geholfen werden konnte in einem familiären Umfeld. Man darf sich aber nichts vormachen. Also mein größter Horror ist tatsächlich, wenn wir beide zu Hause sind, mein Mann und ich und mein Sohn nicht mehr zur Schule gehen kann. Wir haben schon überlegt, wie wir uns organisieren, wer wann wie arbeitet und das haben, glaube ich, viele Paare. Also sich zu organisieren, wie sie wann arbeiten. Wann mache ich eigentlich welche Termine? Meine Termine, ich mache gar nichts anderes außer Termine. Mein Mann macht noch andere Sachen außer Termine. Also habe ich jetzt für mich, das habe ich nämlich mit ihm gesprochen, entschieden, ich mache die Termine, er macht Kinder Homeschooling. Das ist jetzt noch nicht so der richtige Ansatz. Da haben wir noch nicht die richtige Lösung. Also diese Sachen, die einerseits, dann habe ich mich gefragt, wie entscheide ich das denn mit meinen Kollegen? Die haben alle keine Kinder, die sie mehr im Homeschooling so haben, wie ich meinen Sohn, der in der ersten Klasse ist. Heißt das jetzt, Bereichsvorstandssitzungen machen wir nur noch zu der Zeit, wo ich nicht die Schicht mit meinem Homeschooling-Sohn habe? Also das gilt zu besprechen. Das mit Sicherheit ist das für so eine Zeit lösbar und eröffnet uns gemeinsam und Führungskräften die Sichtweise, dass es auch anders geht. Also wie häufig saß mein Sohn bei mir auf dem Schoß und ich habe so viele Nachrichten von Kolleginnen bekommen, die gesagt haben, mach das bitte weiter, schick ihn nicht raus. Endlich fühle ich mich nicht mehr so unter Druck. Also ich glaube schon, dass das, was wir erleben, das ist ja auch immer wieder Thema im heutigen Talk jetzt gewesen, natürlich unsere Entscheidungen beeinflusst. Und ich habe eben gerade wieder eine Situation mit der besagten Mitarbeiterin, mit ihren Zwillingen gehabt. Da saß jemand in einem Meeting dabei, der ist noch nicht so offen gewesen für neue Führungsmodelle. Und der hat es mittlerweile auch, erträgt es, wenn das kranke Kind auf dem Schoß rumspringt. Und wir kriegen das Meeting rum und wissen, dass sie ja am meisten leidet, wenn das Kind krank ist und schreit und nicht wir. Wir sind ja dann außen vor. Und ihr dann die Unterstützung teils werden zu lassen, die sie in der Situation braucht. Nämlich, das nicht zu thematisieren oder eher zu thematisieren, brauchst du jetzt eine Auszeit, dann machen wir später weiter. Also was ich damit sagen will, ist, wir nutzen diese Zeit schon,
um die Flexibilität, die möglich ist im Zusammenarbeiten, so weiterzuentwickeln, dass hoffentlich bestimmte Dinge da dauerhaft möglich sind. Auf der anderen Seite freue ich mich auch darauf und immer wieder, wenn ich einen Tag im Büro bin und Kollegen wiedersehe, weil bestimmte Dinge gehen halt über den Bildschirm nur sehr begrenzt. Ja, aber grundsätzlich klingt es eigentlich nach einem ganz optimistischen Fazit. Also wenn der Arbeitgeber irgendwie sich auch bemüht und Verständnis zeigt, dass es dann auch für Frauen nicht die totale Katastrophe wird, also dass es auch eine Chance sein kann, vielleicht. Naja, also ich würde das gar nicht nur für Frauen sehen, ne? Also die Frauen, das ist die eine Gruppe, die Männer, die erleben natürlich auch einen anderen Alltag zu Hause, ne? Also da die Beispiele, die wir vorhin hatten, dass wir noch an vielen Stellen Frauen haben, die Teilzeit arbeiten, da kriegen die Männer natürlich dadurch, dass sie zu Hause, also die zu Hause arbeiten, es arbeiten ja nicht bei weitem alle im Homeoffice, dann auch mehr mit und ich habe schon auch die Hoffnung, dass dadurch in den Familien sich ein bisschen was ändert. Und trotzdem darf man das nicht laufen lassen. Also wir haben, als sich abzeichnete, dass wir wieder in eine stärkere Homeoffice-Situation gehen werden, dass vielleicht die Belastung mit dem Homeschooling und geschlossenen Kitas und sowas wieder auf die Frauen zukommt, haben wir angefangen, uns zu überlegen, oh Gott, wir haben noch keine Lösung. Wie helfen wir den Frauen jetzt? Weil die Urlaubstage sind ja aufgebraucht, ne? Oder auch den Vätern, ne? Um durch diese Phase, die uns allen bevorsteht, da auch ohne Schaden für die Personen weitgehend gut durchzukommen. Und was können Unterstützungsangebote sein? Und ehrlicherweise befinden wir uns ja schon in einer Krisensituation, wo man aufpassen muss, dass nicht jede Krisenmaßnahme dann zu einer Dauermaßnahme gemacht wird, weil in einer Krisensituation ist sie angemessen, in einer normalen Situation in der Form mit Sicherheit nicht. Frau Kugel, ich kann mich erinnern, wir hatten ja auch im Rahmen unserer Studie so einen Beiratscall und da hatten Sie dieses Thema eigentlich sehr, sehr kritisch gesehen, Sie und auch andere Beiratsmitglieder. Also wie Corona oder auch die Veränderung der Arbeitswelt durch Corona die Frauen beeinflusst. Und da war das Thema Sichtbarkeit so ganz wichtig, dass die Frauen unsichtbar werden, weil sie vielleicht zum Beispiel bei hybriden Meetings eben nicht vor Ort anwesend sind, sondern beispielsweise zugeschaltet sind oder wegen irgendwelchen Betreuungspflichten eben nicht an jedem Meeting teilnehmen können. Sehen Sie das nach wie vor so? Der Beiratscall ist ja Ja, schon ein also, bisschen her. ja, ich glaube tatsächlich, dass die hybriden Meetings, und Frau Röber sagt das ja auch gerade, sind deutlich schwieriger, als wenn sich alle einwählen. Ja? Also, weil dann gibt es, dann bin ich wieder bei dem Thema, die Gleichmacherei hilft einfach an der Stelle ganz enorm. Ich glaube, was jetzt mal erstmal ein ganz großer Vorteil ist, und ich musste vorher so grinsen über diese Frage, so ungefähr gestern beim Abendessen haben die Kinder gesagt, oh ja, hoffentlich kommt mal wieder Homeschooling. Und die haben gesagt, um Gottes Willen, bloß nicht. Ja? Das ist ungefähr, dass es ja so ganz unterschiedliche Wünsche irgendwie sowas gibt. Und ich glaube, das ist natürlich etwas, solange wir lange, und da hat jetzt die Bundesregierung auch dazugelernt, jetzt wirklich das Infektionsgeschehen tatsächlich mal zu beobachten und zu sagen, wer sind denn die Träger? Und nicht jetzt irgendwie von vornherein das alles zu schließen, wie es am Anfang war. Man lernt ja auch dazu und das finde ich auch in Ordnung. Insofern glaube ich, dass es wirklich nur dann ein Vorteil sein kann, wenn alle das gleich machen, weil die Sichtbarkeit, und ich nehme mal ein Beispiel aus dem wissenschaftlichen Bereich, in dem Moment, in dem sie eine Doppelbelastung haben und in dem sie nicht mehr stundenlang konzentriert an einer Sache arbeiten können, zum Beispiel Wissenschaftlerinnen einfach eine Research, ein Paper schreiben. Und wenn sie nicht publizieren, dann haben sie auch nichts, dann werden sie auch nicht befördert, dann werden sie auch, dann sind wir bei den langfristigen Folgen. In dem Moment wird es schwierig. Jetzt sind meine Kinder in dem Alter, ohne dass es wahrscheinlich jetzt irgendjemand von ihnen gemerkt hat, ist meine Tochter schon zweimal reingekommen, ja. Und das Peinlichste für sie wäre, dass irgendjemand sich jetzt irgendwie sehen könnte. Und dementsprechend reicht sie mir dann irgendwelche Zettel rein und schreibt eben auf, was sie will. Das ist aber jetzt natürlich ein Alter, in dem es irgendwie was geht und ich kreuze dann eben an und sage, was okay ist oder was nicht okay ist. Aber das ist ja trotzdem immer eine Unterbrechung dessen, was dann gerade passiert. Und ich glaube, da besteht schon die Gefahr und ich wünsche mir aber, und das ist jetzt vielleicht komisch, aber wenn ich sage, Verhaltensänderungen im System treten immer erst dann ein, wenn etwas länger dauert. Also so sehr wir, glaube ich, alle, obwohl es angekündigt war, diese zweite Welle jetzt im Herbst mit all seinen Gefahren und ist ja viel diskutiert, da möchte ich gar nichts dazu hinzufügen, aber für eine Verhaltensänderung ist es nicht schlecht. Und zwar einfach nur aus dem Grund, wenn es nur 3 Monate dauert, dann sagen alle, ach, Gott sei Dank ist es vorbei. Genau dieses Gefühl, auch mal wieder Kollegen treffen zu wollen oder mal für diejenigen, die alleine leben, endlich mal raus aus der sozialen Isolation. Das war ja für viele Menschen auch wirklich psychologisch irgendwie wahnsinnig schwierig. Das, glaube ich,
zu lernen, wie man dann wirklich Dinge nachhaltig umstellen muss, die funktionieren nicht in 3 Monaten. Und insofern hoffe ich, dass viel auch weiter sich bewegt. Weil im Sommer, das muss ich Ihnen auch ganz ehrlich sagen, da habe ich schon auch Anrufe von Unternehmen bekommen und von Führungskräften und von CEOs und so weiter und so fort, die gesagt haben, Kugel, haben Sie einen guten Vorschlag? Ich habe so das Gefühl, ich kriege meine Mitarbeiter überhaupt nicht mehr kontrolliert. Ja? Also es war die total alte Denke, immer noch so dieses Gefühl, Mist, ja, machen die eigentlich wirklich was zu Hause? Und immer noch diese Präsenzkultur, weil auch nochmal ein kurzer Hinweis, technisch, technologisch, natürlich die Funktionalitäten, die wir eben heute in all diesen Meetings haben, wir sitzen jetzt hier in Zoom zusammen, die gab es aber auch vorher schon. Vielleicht nicht in all seinen Raffinessen, nicht mit all diesen Anbietern, die es jetzt in der Zwischenzeit gibt, aber technologisch ist ja diese Sache, virtuell zu arbeiten, noch nichts Neues. Und insofern hoffe ich wirklich, dass diese Dinge jetzt all diejenigen, die gehofft haben, es geht schnell wieder vorbei, dass sie jetzt umdenken müssen und sich dann etablieren kann, dass es auch anders geht. Ja, und das übrigens, und ich würde mir auch wünschen, Frau Röwe, wie Sie gesagt haben, dass dann meinetwegen Ihr Sohn bei Ihnen irgendwie auch im Bild war, dass das habe ich ganz selten bei meinen männlichen Partnern, also Gesprächspartnern oder mit denen ich zusammengearbeitet habe, irgendwie erlebt. In diesen ganzen Zoom-Monaten oder in diesen virtuellen Monaten habe ich das bei Frauen sehr, sehr häufig gesehen. Aber dass das einfach eine Normalität hat, dass wenn man zu Hause sitzt, zu Hause eben halt das Leben auch noch weitergeht, das macht es ja auch so menschlich. Und das ist ja auch schön, das zu sehen und zu sagen, pass mal auf, hab da gerade mal einen Moment und können wir mal kurz für 3 Minuten unterbrechen. Wenn ich das ganz kurz vielleicht nochmal kommentieren Ja. darf von Frau Kugel, die positiven Reaktionen, die ich bekommen habe auf mein eigenes Verhalten mit meinem Sohn, das war übrigens tatsächlich von den Männern vornehmlich, die erleichtert waren und die man dann eben auch gesehen hat mit ihren Kindern, ne? Und das, ich habe schon bei einigen Vätern gespürt, die auch die Elternzeit anders nutzen. Also das sind schon auch die sich bei uns im Väternetzwerk engagieren, dass sie in Anführungsstrichen dankbar waren, dass ihre Art und Weise auf Familie und Beruf zu blicken dann auch nochmal anders sichtbar war. Da hat Corona mit Sicherheit geholfen. Und ich kann Frau Kugel nur zustimmen, dass wir da bestimmte nachhaltige Tendenzen aus dieser Phase mitnehmen müssen. Und für uns, also bei Otto, war relativ schnell klar nach den ersten Wochen, dass wir zur alten Welt nicht zurückkehren können. Also, dass wir werden nicht das, was wir jetzt alle bald ein ganzes Jahr machen, in unterschiedlichen Ausprägungen, das werden wir nicht auf eine alte Welt zurückdrehen. Und dennoch werden wir einen Weg finden müssen, unsere Unternehmenskultur zu entwickeln und Arbeitsprozesse zu digitalisieren und digitale und Präsenzformate miteinander zu kombinieren. Und es geht ja relativ viel auch durch die Öffentlichkeit, wie die Welt nach Corona aussehen wird. Und wir haben gesagt, das ist für uns ein bisschen zu oberflächlich, wie das Thema gerade diskutiert wird. Und wir haben jetzt eine Studie mit dem Fraunhofer-Institut gemacht. Wir haben unsere Mitarbeiterin gefragt. Wir hatten eine Teilnahmequote, wie wir sie noch nie bei einer Umfrage hatten, von, ich glaube, 90% fast. Das war der totale Wahnsinn. Und jetzt müssen wir uns natürlich auch daran messen lassen, das, was wir die Leute gefragt haben, auch umzusetzen, ne? Und das ist aber auch der Anspruch, den wir uns selber setzen, weil nur so kriegen wir auch Akzeptanz und die Leidenschaft, die eine Otto-Unternehmenskultur ausmacht, weiterhin sich für das einzusetzen, wo wir von überzeugt sind und die gesamte Belegschaft zu mobilisieren. Und ich hoffe mal, also ich bin gespannt, ich habe noch nicht alle Ergebnisse gesehen, was jetzt dann bei rauskommt und was das für Maßnahmen sind, die vermutlich auch, also meine Hypothese ist, mich über eine Hürde springen lassen, nämlich meinen betriebswirtschaftlichen Teil des Gehirns einmal auszuschalten, um dann ihn später wieder anzuschalten, wenn es dann darum geht, die Arbeitswelt auch durch unsere Unternehmenstätigkeit nachhaltig zu beeinflussen. Ja, das klingt super. Ich will nur kurz noch bei Ihnen sagen, damit Sie sich jetzt nicht wundern, warum hier keine Fragen kommen aus dem Chat. Es gibt keine, aber die Leute diskutieren sehr, sehr intensiv über das, was Sie gesagt haben. Es geht darum, Männer müssen als Väter unterstützt werden. Es geht nochmal um die Ich-Will-Kampagne. Ich glaube, Frau Kugel, Sie haben da noch ein paar Frauen Es geht gefunden, weiter, die Ihnen kann ich da Ihnen jetzt sagen, folgen. ja.
Und ja, also Sie haben jetzt eine Menge Diskussionen verursacht bei uns im Chat. Das ist super, da brauchen wir gar keine Fragen. Deshalb würde ich Ihnen gerne noch mal eine ganz letzte Frage stellen, auf die Sie bitte auch kurz antworten, weil wir schon ganz kurz vor knapp sind vor Schluss. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, was Unternehmen tun können, was vielleicht auch die Politik tun können, damit Frauen an die Spitze kommen. Was wäre denn Ihr Tipp an die Frauen, was die tun sollen, damit sie an die Spitze kommen? Frau Röber, jetzt habe ich Sie gerade hier noch im Bild. Möchten Sie vielleicht als Erste mal kurz darauf antworten? Ja, darauf vertrauen. Also ich denke, Frauen sollten darauf vertrauen, was sie können. Und sich dessen bewusst sein und vor allem sich mehr zutrauen, dann auch den nächsten Schritt zu gehen und Dinge einzufordern. Und weniger zurückhaltend sein, sondern auch wirklich zu fordern, von wem auch immer. Von dem Vorgesetzten, von Kolleginnen, von HR-Leuten, um eine persönliche Entwicklung zu gehen. Und das Allerwichtigste, was ich finde, ist, wenn man in einer Partnerschaft ist oder Frau in einer Partnerschaft ist, eben auch in der Partnerschaft sehr selbstbewusst diese Themen ansprechen, weil das ist schon auch eine Grundlage, dass Familien oder Partnerschaft, Privatleben und Beruf dann miteinander in einer Koexistenz sind. Frau Kugel, was wäre Ihr Tipp? Ich würde tatsächlich sagen, ich kann das alles vollkommen unterschreiben und vielleicht um nochmal hinzuzufügen, ich glaube, ganz wichtig ist zu sagen, was will man denn eigentlich? Ja, und nicht zu fragen, was erwarten andere von einem und was hätte man dann. Also natürlich muss man sich immer mal wieder auch anpassen. In jeder Gruppe müssen sie sich anpassen, bevor sie dann vielleicht auch Spielregeln verändern können. Aber ich glaube, dieses ganz klare, was will ich und nicht alle Rollen immer zu jedem Zeitpunkt irgendwie perfekt spielen zu können und perfekt machen zu müssen, das ist, glaube ich, wichtig. Und das bedeutet eben auch, dass man sich manchmal von den Vorstellungen anderer lösen muss. Aber da würde ich nur sagen, nur Mut, das geht schon. Super, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Frau Kugel und Frau Röber, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie heute mit uns diskutiert haben. Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und für die spannenden Gedanken. Sie haben wirklich hier bei uns im Chat einiges ausgelöst, muss ich sagen. Wird heftig diskutiert. Es wird übrigens auch gefragt, wie man die Kampagne Ich will unterstützen kann. Ich vermute einfach, indem man selber auch was postet, ne? Frau Kugel, ja. Ja, indem man das wirklich auch selber postet. Und das ist ja wirklich so, vielleicht noch ein Satz. Entschuldigung, dass ich das nochmal sage. Wir haben hier, das ist eine Initiative von ganz vielen Menschen und sie lebt davon, ich habe das ja auch gesagt, ich wünsche mir, dass es eine Bewegung wird. Es geht weiter, weil es bislang ja irgendwie auch noch kein Einlenken in der Arbeitsgruppe gibt und übrigens, selbst wenn das Gesetz auf den Weg kommt, dann ist das natürlich auch nur ein Kompromiss und viele, viele der anderen Dinge sind noch nicht bewegt. Also insofern momentan, ja, und wir werden demnächst einen Aufruf machen, dass Menschen, also Frauen und Männer, oder diverse Menschen eben erzählen, was ihnen passiert ist. Und wir wollen diese Geschichten einfach auch verbreiten, um genau einfach mal aufzuzeigen, für diejenigen, die eigentlich in der privilegierten Position sind, was passiert denn eigentlich und Dinge, die sie sich gar nicht vorstellen könnten. Also stay tuned und wir werden darüber berichten und in den nächsten paar Tagen geht es hoffentlich weiter und dann freuen wir uns auf ganz viel Beiträge zu diesen persönlichen Erfahrungen und Geschichten, die wir dann in die Welt rausschreiben wollen. Prima. Ganz herzlichen Dank und natürlich auch noch viel Erfolg Ihnen beiden mit Ihren ganzen Unternehmungen und Ihrem Engagement. Einen herzlichen Dank auch an euch. Ihr habt zwar keine Fragen gestellt, aber ihr habt richtig heftig diskutiert. Ich habe das hier immer mitverfolgt. Die Aufzeichnung dieses Talks, die wird nach wie vor im Internet zu sehen sein. Wenn es euch also interessiert, wenn ihr einen Menschen auch kennt, den vielleicht das Thema interessiert, dann leitet das dem gern weiter, den Link zu diesem Stream. Schreibt uns auch gern, wie euch der Talk gefallen hat. Unter academy@brigitte.de könnt ihr uns erreichen. Unter allen Einsendungen, die uns bis Sonntag erreichen, verlosen wir ein Ticket für unsere Brigitte Academy Sessions. Das sind unsere digitalen Workshops zu Themen aus dem Bereich Job, Finanzen und Gesundheit. Die nächste Session findet schon am 26. November statt. Da geht es dann um die Vermögensstrategie, wie man die planen kann für sich persönlich. Ja, ich danke euch sehr, dass ihr dabei wart. Mir hat es total viel Spaß gemacht und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.